Eine neue Ausgabe von Im Gespräch hier bei Baden TV. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie zuschauen. Jeder vierte Erwachsene in Deutschland raucht. Manch einer findet es auch ganz gut und möchte nicht aufhören. Andere möchten aufhören und manche davon haben ihre liebe Not damit. Ein Experte, der Menschen dabei hilft, mit dem Rauchen aufzuhören, ist heute mein Gast. Ich begrüße Jochen Kaufmann. Hallo. Vielen Dank zunächst mal für Ihren Besuch. Ein Mann, der weiß, wie man mit dem Rauchen aufhört, weil er selbst mal geraucht hat? Genau. Ich habe vor 10 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Ich hatte auch sehr viel geraucht, 1 bis 2 Schachteln, öfters mehr 2. Bei Partys unter Stress, unter Alkohol, da raucht man dann noch mal ein bisschen mehr. Und habe vor jetzt ungefähr 10 Jahren, wie gesagt, mit dem Rauchen aufgehört. Bin glücklicher Ex-Raucher und habe auch schon vielen tausend Menschen geholfen, jetzt aus dieser Sucht wegzukommen. Muss man Raucher gewesen sein, um Menschen helfen zu können, die damit aufhören wollen? Vielleicht nicht unbedingt muss, aber es erleichtert schon wirklich sehr, weil ich verstehe dann auch demjenigen, den ich helfen will, in seiner Not, dann weiß ich genau, was er gerade durchmacht und kann es eben viel, viel besser ihm wieder helfen, kann das Programm, das ich entwickelt habe, viel besser darauf abstimmen, weil ich es eben selber erlebt habe. Ja. Ich bin nicht Raucher. Ich habe in meinem Leben vielleicht 3-4 Mal an der Zigarette gezogen. Erklären Sie mir, was überhaupt den Reiz ausmacht, weil ich finde, es schmeckt nicht, es kostet Geld, es ist wahnsinnig teuer, man friert sich den Hintern ab, wenn man vor die Tür macht. Warum rauchen die Menschen überhaupt? Ich kann es nicht nachvollziehen. Es ist tatsächlich bei den allermeisten eine Sucht. Muss man sich ganz klar eingestehen, Nikotin ist eine Droge. Ich weiß, als Raucher gesteht man sich das dann nicht so gerne ein, dass man drogenabhängig ist, aber bei minus 10 Grad, warum geht man vor die Tür? Ein Raucher, der ins Kino geht und sagt, Film mit Überlänge, oh, habt ihr auch einen kürzeren, der ist nicht mehr frei. Und wo ist der Reiz? Ihnen geht es gerade gut, Sie sind gerade relativ entspannt und alles ist in Ordnung. Wären Sie jetzt Raucher, hätten Sie vor dieser Sendung sich noch eine Zigarette reinziehen müssen. Das wäre gar nicht anders gegangen. Und zwar ist es so, bei einem Raucher, das fängt bei der ersten, zweiten, dritten, spätestens nach der fünften Zigarette hat es definitiv angefangen. Ist es so, man raucht eine Zigarette und auf einmal kommt ein Nikotin ins Gehirn rein. Dieses Nikotin ist sehr, sehr laut, kann man quasi sagen, sehr, sehr stark und setzt an einem Acetylcholin-Rezeptor im Gehirn an. Und um sich zu schützen vor diesem lauten Zeug, was da kommt, macht der Acetylcholin-Rezeptor, also so ein Botenstoff, ist Acetylcholin, der für Beruhigung steht im Gehirn, macht da einen Schutz drüber, und um sich vor dem lauten Nikotin zu schützen. Und jedes Mal, wenn ich eine rauche, in den ersten paar Mal, wird dieser Schutz größer. Und dann funktioniert das wunderbar. Ein Raucher kann eine Zigarette rauchen, ohne dass ihm schwindelig wird, ohne dass ihm schlecht wird, ohne dass ihm die Knie weich werden. Vielleicht haben Sie das mal ausprobiert, wenn Sie eine Zigarette geraucht haben, haben Sie vielleicht genau diese Symptome gemerkt bei der ersten. Haben Sie gesagt, das schmeckt ja gar nicht, so ein Scheiß, lass ich bleiben. Nur wenn man mit Vorbilder hat und sagt, ich möchte Raucher werden, weil der Kumpel raucht, der Vater hat geraucht und die Stars und der tolle Detektiv im Fernsehen hat auch geraucht. Und dann trainiert man sich das Rauchen eben an, zur Not mit Sprüchen wie, Papa kommt oder was weiß ich was, bis man sich daran gewöhnt hat und dann ist es zu spät. In diesem Moment ist es bei den allermeisten zu spät, weil jetzt fließt kein Acetylcholin mehr. Sprich, der Mensch wird nervös ohne Zigarette und braucht sie jetzt einfach. Und dann will er sich natürlich irgendwann nicht eingestehen, dass er abhängig ist und sagt so, ah ja, ich höre dann mal irgendwann auf und dann probiert es vielleicht und hat einen Fehlversuch. Und ja, ist dann schon sehr, sehr schwierig, wenn ich gar nicht weiß, auf was ich mich einlasse. Nur denke ich, ändere eine Gewohnheit. Dabei habe ich eine Drogensucht begonnen. Und das ist halt ein ganz, ganz anderes Kaliber. Es ist also mehr als eine schlechte Angewohnheit. Auf jeden Fall. Wenn Sie von Sucht sprechen, heißt es auch, wenn man aufhören will, hat man Entzugssymptomatik? Ohne geht es dann? Man hat, viele Raucher haben die Entzugssymptome. Das Gute ist, im Vergleich jetzt zur Heroinabhängigkeit oder zur Kokainabhängigkeit oder zu anderen Süchten, jetzt Alkoholabhängigkeit, da kannst du bis zum Delirium kommen, sind die Entzugssymptome der Nikotinabhängigkeit noch relativ milder. Für viele aber zu schwer, dass sie es alleine schaffen. Wir haben eine extrem hohe Rückfallquote bei Menschen, die es ohne fremde Hilfe schaffen, die versuchen, die einfach sagen, ich höre zum Rauchen auf, haben wir, wenn man bei Wikipedia reinschaut, 97%, die im ersten Jahr rückfällig werden. Im ersten halben Jahr, das ist krass.
Das ist eindeutig mehr als eine Gewohnheit. Und da haben wir eben, oder habe ich jetzt ein Programm entwickelt, wo ich gesagt habe, okay, da muss man wirklich was machen. Da müssen wir dem Raucher die Nerven stärken, dass er wirklich starke Nerven hat, dass er sowas auch wirklich schafft, in Gelassenheit mit dem Rauchen aufhören zu können. Und es muss auch wirklich im Kopf Klick machen. So heißt übrigens auch mein Buch, was ich geschrieben habe, und im Kopf macht es Klick. Sprich, er ändert seine Einstellung zum Rauchen hin und kriegt eine richtig starke Motivation, dass er das wirklich auch angeht. Und wir gehen auch an das Unterbewusstsein ran. Hypnose ist da ein sehr bewährtes Verfahren, was man als eines von mehreren Verfahren da bei uns mit in Anspruch nehmen kann. Die Krankenkassen zertifizieren, haben das Seminar zertifiziert und bezuschussen das Ganze. Das heißt, der Raucher kann eigentlich wirklich nur dabei gewinnen. Wollen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, wie genau Sie die jeweilige Problematik angehen. Wer kommt zu Ihnen? Sind das immer Menschen, die es schon mal selbst versucht haben? Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, ich rauche morgen nicht mehr, die halten es durch und sind dann nicht Raucher. Also es gibt ja auch Menschen, die schaffen es ohne Hilfe. Auf jeden Fall, ganz, ganz klar. Es gibt... Es sind leider wenige, die es so schaffen, ganz klar. Aber es gibt diese Menschen und da spricht auch überhaupt nichts dagegen. Leider haben oft diese Menschen dann eine gehörige Gewichtszunahme. Das Ganze nennt man Suchtverlagerung. Die Menschen, die zu uns kommen, die sind, ja gut, manche haben es schon mal probiert, andere sagen sich aber, bevor ich mir den Stress gebe und da 10 Kilo zunehme oder gereizt bin, auf meine Kollegen losgehe oder was weiß dann ich, was alle Schlafstörungen habe oder Stimmungsschwankungen bis zum geht nicht mehr, da gehe ich lieber gleich zum Profi und lass mal helfen. Ich kann mein Dach auch versuchen selber zu decken, aber wenn ich einen Dachdecker ranlasse, ist es wahrscheinlich besser, sage ich immer. Warum wollen die Menschen aufhören mit dem Rauchen, die zu Ihnen kommen? Sind es schon Krankheitsprobleme? Ist es der Geldbeutel? Ist von allem was dabei? Auf jeden Fall. Ich denke jetzt gerade so an das letzte Seminar hier in Karlsruhe, was ich gehalten habe. Inzwischen hält es ein sehr, sehr guter Kollege, den ich ausgebildet habe. Da habe ich so ein paar Gesichter. Man vergisst diese Menschen nie. Man sieht einfach, die haben jahrelang geraucht und die sind zum Teil auch manchmal leider echt kaputt. Die haben eine COPD, die haben einen Krebs. COPD ist eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung. Okay. Fängt mit Rauchhusten an. Mhm. Das heißt, ein Raucher, der hustet, ist schon leicht krank. Das Ganze entwickelt sich weiter zur Atemnot. Mhm. Ich hab's auf der Treppe und dann kann es richtig fies werden. Dann platzen Lungenbläschen, das nennt man Emphyseme. Und dieses geplatzte Lungenbläschen, das durch das Kohlenmonoxid aufgequollen ist und geplatzt ist, wird im Lebtag nie mehr Sauerstoff aufnehmen. Das heißt, die Kurzatmigkeit wird immer schlimmer und der Mensch erstickt zum Schluss am lebendigen Leib. Und da haben wir in fast jedem Seminar Menschen drin sitzen. Es ist die vierthäufigste Todesursache aktuell und kaum ein Mensch denkt drüber nach. Also das ist schon was, wo man wirklich mal drüber nachdenken sollte als Raucher. Dieses Japsen, ob man es wirklich riskieren will, dass das einen irgendwann zugrunde richtet. Der Krebs, wir haben auch ganz viele Menschen, die Krebs haben, fast in jedem Seminar jemanden drin, hin und wieder auch Menschen, wo ein Bein fehlt, aber auch viele Menschen, die sagen, so weit muss es gar nicht kommen. Also wirklich auch junge Menschen zwischen 20 und 30, die einfach sagen, ich kann alleine nicht aufhören, habe es probiert und hat nicht geklappt und jetzt bevor es so weit kommt, dann höre ich rechtzeitig mit dem Rauchen auf. Wie läuft das ab? Man kommt zu Ihnen, es ist ein Seminar und danach hat man die Hilfsmittelchen an der Hand oder ist es eine Art Therapie? Wie funktioniert das? Das Ganze funktioniert so, wir machen ein intensives Eintagesseminar. Und zwar bringen wir die Menschen durch den schwierigsten ersten Tag durch. Statistiken haben gezeigt, die meisten Raucher werden beim Rauchen aufhören am ersten Tag schon rückfällig. Und wir haben uns jetzt das zum Ziel gesetzt, wir machen ein ganz langes Seminar und das geht quasi fast einen ganzen Tag lang, also mit ruckzuck Schnellabfertigung ist da nichts, weil das funktioniert einfach besser. Und wir begleiten die Leute durch Entzugserscheinungen durch. Wir zeigen ihnen, dass sie nicht dran sterben werden. Und wir konfrontieren sie sogar direkt mit dem Rauchverlangen. Ich nehme da vorne eine Zigarette und mache hier, wie wenn ich genüsslich eine rauchen würde. Und die Leute haben gerade Rauchverlangen da drin. Und da merken sie, ey, ich kann das aushalten. Und dann wieder dieses Rauchverlangen, was ich kurz habe aufleben lassen, tue ich dann über kognitive Verhaltenstherapie 2 Minuten später in die Tonne treten. Ich nehme die Zigarette, pfeffer sie in die Ecke und sage, hallo, wie habe ich mich gerade beruhigt? Ich habe nur tief durchgeatmet. Das können sie auch. Dieses Ding hat gar nicht gebrannt. Und so bringe ich den Raucher zu einer Reihe an Erkenntnissen, die ihm neues Selbstvertrauen geben. Hey, stimmt, ich kann das ja. Am Ende kommt eine Hypnose. Wir wenden auch das an, was sonst in der Rauchfreispritze gespritzt wird, geben wir als Globuli. Mhm. Softlaser-Akupunktur ist mit möglich. Und zum Schluss gibt es noch Hypnose auf CD, Hilfsmittel, die einen Rückfall verhindern. Also wirklich ein Rundumprogramm. Man kann bei uns anrufen, Telefoncoaching kostenlos.
ein ganzes Jahr lang in schwierigen Momenten. Man kann anrufen, man kriegt CDs geschickt, nochmal für schwierige Momente. Wir haben einen 24-Stunden-Online-Nachbetreuungsbereich. Das heißt, ich bin virtuell per Video, Audio, MP3 rund um die Uhr für die Leute da. Wenn mal einer wirklich nachts nicht schlafen kann, kann er sich reinklicken. Oder wenn einer gerade merkt, er hat einen Rauchverlangen, sich reinklicken, ein Video mit mir ansehen und kriegt dann noch mal ganz, ganz viele Tipps und Motivation. Und das ist wirklich so ein Rundum-Programm, wo man jederzeit wieder auf uns zukommen kann. Und die allermeisten schaffen es damit wirklich sehr, sehr gut. Nun ist es so, dass der Anteil der Raucher ein bisschen kleiner geworden ist, gerade bei jungen Menschen erfreulicherweise. Ja. Wenn ich mich zurückerinnere, als ich noch in der Schule war, galt es noch als relativ cool zu rauchen. Ich glaube, das hat sich gewandelt in der Zwischenzeit. Es gibt dieses Nichtraucherschutzgesetz bei uns, Raucher müssen raus, die können nicht mehr gemütlich beim Essen am Tisch was rauchen, die müssen in die Kälte rauchen, wird auch immer teurer. Mhm. Hat sich der Blick der Gesellschaft auf das Rauchen verändert in den Jahren, die Sie schon mit dem Thema zu tun haben? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich gebe ja schon lange Kurse und ich habe es auch gemerkt, wir haben einen Weg in eine gesündere Gesellschaft. Hätte man vor 20 Jahren einen Bioladen aufgemacht, wäre es sang- und klanglos, hätte man keinen Erfolg damit gehabt, man hätte Bankrott wahrscheinlich machen müssen. Heutzutage gibt es viele Bioläden, die Menschen denken gesundheitsbewusster, die Leute sind auch etwas aufgeklärter, es steht dick und fett auf den Schachteln drauf, 9 von 10 Lungenkrebspatienten sind oder waren starke Raucher, zu was für Krankheiten das Ganze führen kann. Und viele Menschen sagen da einfach, ey, ich habe keine Lust dafür, 2000 Euro im Jahr auszugeben, dass ich irgendwann mit einem Bein abgenommen kriege oder als kranker Mensch durchs Leben gehen muss und mir ehrlich eingestehen muss, die scheiß Krankheit hast du selber angetan. Vielen Dank für diesen Ausflug in die Welt des Rauchens, besser gesagt des Nichtrauchens. Vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.